Eigentlich sollte es der große Auftritt von Karl Hopfner sein, dem mit einem Traumergebnis von 99,6% neu gewählten Präsidenten des FC Bayern. Doch der frühere Finanzchef lässt schnell erkennen, wem er das Spielfeld auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung überlässt. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, er würde hier auf einer ordentlichen Jahreshauptversammlung stehen und diese Grußworte sprechen. Herzlich willkommen, Uli Hoeneß. Es wird sein Abend und so ergreift Uli Hoeneß, von dem lange unklar war, ob er überhaupt etwas sagen werde, entschlossen das Wort. Hoeneß gesteht erneut sein Vergehen ein, gibt sich aber kämpferisch. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe aus meiner ganzen Spekuliererei 3 Millionen Verlust gemacht und werde jetzt ca. 30 bis 35 Millionen inklusive Zinsen an das Finanzamt bezahlen. Ich werde das tun und ich werde für alles gerade stehen. Hoeneß nutzt seinen vielleicht letzten öffentlichen Auftritt auch für eine Generalabrechnung mit seinen Kritikern. Schließlich sagt er die entscheidenden Sätze, die alle aufhorchen lassen. Und dann, wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war's noch nicht. Die Türen für seine Rückkehr stehen schon jetzt offen, denn der Club hat die Amtszeit des neuen Präsidiums durch eine Satzungsänderung auf 2,5 Jahre verkürzt. Ich wünsche dir alles Gute, lieber Uli. Ich finde es wunderbar, dass du am Anfang dieser Hauptversammlung gesagt hast, du kommst zurück. Das freut mich. Uli Hoeneß verabschiedet sich vorerst von seiner Bayern-Familie. Es ist ein Abschied auf Zeit. Noch vor dem Gang ins Gefängnis hat er die Mitglieder und den Vorstand auf sein Comeback vorbereitet.